Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird der zweite Adventsvlog und heute ist der 8. Dezember. Das heißt, als erstes werde ich jetzt das 8. Türchen aufmachen. Es ist ein Kissenbezug. Schön. Und ich habe vorher gerade gemerkt, es ist der 8. Dezember. Das heißt, heute ist ein Buch rausgekommen. Heute ist der Erscheinungstag von Don't Kiss Me von Lena Kiefer. Das ist eine Kurzgeschichte zur Don't-Reihe und die hat, glaube ich, 42 Seiten und dort geht es um Finley und Edina. Und die ist heute rausgekommen und ich hoffe, ich finde heute irgendwann mal Zeit, um diese 42 Seiten zu lesen, weil irgendwie meine To-Do-Liste ist recht lang, aber es sind irgendwie alles so Kleinigkeiten drauf, die aber trotzdem erledigt werden müssen. Also ja, wir werden sehen, ob ich heute zu Don't Kiss Me komme, weil ich möchte auch noch zwei Leben in einer Nacht anfangen. Und mittlerweile ist 21:15. Das heißt, ich werde jetzt meine Haare waschen. Und dann werde ich einkaufen, dann werde ich kochen und dann werde ich mit meiner To-Do-Liste weitermachen. Ich glaube, dann werde ich das Video drehen und schneiden, dann ein anderes Video vorbereiten, dann Kommentare beantworten. Das ist so der Plan von heute. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Kann es eigentlich sein, dass man zwei Drucker im Haushalt hat und wenn man was ausdrucken will, beide Drucker keine Patronen mehr haben? Ich wollte gerade was ausdrucken, weil ich diese Bilder brauche, weil ich ein Journal with me drehen möchte, besser gesagt. Ja, beide Drucker haben mir dann so gesagt, nö, kein Bock, wir sind gerade in den Ferien. Das heißt, ich muss jetzt Patronen kaufen gehen. Ich gehe jetzt mal Patronen kaufen, dann versuche ich das Video noch zu drehen. Ich hoffe, das Licht ist dann noch gut. Es ist 14:30. Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde, bis ich bei diesem Laden bin. Dann kaufe ich die Patronen, komme nach Hause, hoffe, dass die Drucker nicht wieder Stimmungsschwankungen haben und die Druckerpatronen verweigern. Ja, ich gehe jetzt mal los. Die Stunde der Wahrheit. Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Er druckt. Er druckt. Guten Morgen. Ich glaube, es ist Mittwoch. Ja, es ist Mittwoch, der 9. Dezember und ich glaube, gestern habe ich mich gar nicht mehr gemeldet. Jedenfalls habe ich gestern noch das Video gedreht und das war ein Journal with me. Das heißt, ich habe natürlich auch gejournalt. Und dann habe ich mit einer Freundin, glaube ich, noch zwei weitere Folgen von Vampire Diaries geguckt. Und ich muss sagen, langsam wird's. Also es wird jetzt spannender. Mit Elena bin ich immer noch nicht so ganz warm und Stefan... Eigentlich alle, bis auf Damon, sind immer recht dramatisch unterwegs. Ja, aber es wird langsam mit der Serie und Damon wird mir auch immer wie sympathischer, weil es jetzt halt so... Das ist ein Spoiler, wenn ich das sage, oder? Jedenfalls wird mir Damon einfach sympathischer. Und ja, also es läuft mit der Serie. Heute Abend gucken wir auch, keine Ahnung, ein, zwei Folgen. Und bis jetzt habe ich ein Video fertig gedreht und geschnitten. Und jetzt ist, glaube ich, 11 Uhr oder so. Es ist 22:45, okay. Und jetzt werde ich kurz einkaufen gehen für ein Video, das ich heute Nachmittag drehen möchte. Aber bevor ich einkaufen gehe, mache ich jetzt zuerst das 9. Türchen auf. Ein Harry Potter Fan-Art. Und ja, jetzt werde ich einkaufen gehen. Dann werde ich das Video drehen. Vielleicht auch gleich noch schneiden. Ich weiß nicht, ob das zeitlich funktioniert. Und dann möchte ich endlich mit dem Buch anfangen. Und dann eben Vampire Diaries und Journal. Und dann gehe ich schlafen. Ich würde sagen, ich melde mich später wieder, wenn ich wieder irgendwas zu sagen habe. Guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 10. Dezember. Und heute... werde ich etwas machen, wofür ich jetzt noch die Motivation habe, aber ich weiß, dass meine Motivation spätestens um 12 Uhr wieder weg ist, weil ich werde heute alle meine Bücherregale ausräumen, putzen und wieder einräumen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Vlog besteht daraus, dass ich euch sage, heute drehe ich ein Video
und sonst nichts. Aber ja, zuerst werde ich jetzt mal das 10. Türchen aufmachen, wenn ich es denn finde. Es ist ein richtig schönes Holzlesezeichen. Und ja, da ich jetzt anfange für das andere Video zu drehen, würde ich sagen, wir sehen uns später wieder, ne? Ich habe gerade die erste Staffel von Vampire Diaries beendet. Also damit habe ich nicht gerechnet. Okay, ich muss sagen, das ist jetzt das erste Mal in dieser ganzen Serie, wo ich wirklich weiter gucken will. Weil das ist schon ein fieses Ende. Also. Ich glaube, jetzt kommt langsam der Suchtfaktor, ne? Ich muss jetzt aber warten, bis die Freundin bereit ist, um weiter zu gucken. Deshalb werde ich jetzt das heutige Türchen aufmachen. Heute ist der 12., ne? Wo ist denn Nummer 12? Es ist eine Kerze, und zwar Stars Eternal. Ich glaube, das ist von Das Reich des Sieben Höfe, oder? Und es riecht nach Stardust. Das riecht echt gut. Und heute ist so ein Journal-Tag, also ich werde den ganzen Tag einfach nur mein Journal nachführen, auf Vordermann bringen und nebenbei eben Vampire Diaries gucken. Und morgen wird dann Lesetag. Ich werde mich jetzt wieder hinsetzen, weiter journalen und darauf warten, dass ich weiter gucken kann. Und ja. Es ist 2:30 Uhr morgens. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 10 Seiten, nee, mehr, 12 Seiten oder so in meinem Journal gemacht. Und ja, ich habe jetzt gerade die 11. Folge von der 2. Staffel beendet. Das heißt, ich habe heute jetzt bisher 14 Folgen geguckt. Wie konnte diese Sache so dermaßen eskalieren? Keine Ahnung, es macht süchtig. Ja. Und die 11. Folge hat gerade mit dem Cliffhanger geendet. Oh, wie ich es liebe, wenn 2:30 Uhr morgens eine Folge mit einem Cliffhanger endet und eine Folge 42 Minuten dauert und ich jetzt die nächste Folge noch gucke und mich morgen dafür hassen werde, weil ich erst 2:30 Uhr schlafen gehe. Ich sag's euch, wenn Folge 12 jetzt auch mit einem Cliffhanger endet, ich kann nicht noch eine Folge gucken, das geht nicht. Egal. Ich gucke jetzt noch die 12. Folge. Irgendwie, mir werden alle Charaktere sympathisch. Außer Elena. Ich weiß nicht. Es sind, glaube ich, einfach von Zeit zu Zeit ihre Entscheidungen, wo ich einfach so da sitze und mir denke, hast du auch was zwischen den Ohren oder ist da einfach nur Luft? Und jetzt ist gerade die letzte Folge oder vorletzte Folge, keine Ahnung, Elijah vorgekommen. Er ist ein Arsch. Aber ich liebe diesen Arsch, okay? Ich feiere Elijah, okay? Ich blick zwar nicht ganz durch, was seine Mission ist, aber ich feiere diesen Typ. Ich finde die Serie richtig cool. Und deshalb werde ich jetzt noch eine Folge gucken. Guten Nachmittag, weil es ist mittlerweile 3:20 Uhr. Ich bin gestern schlussendlich 3:30 Uhr morgens schlafen gegangen. Ja, ja. Reden wir nicht mehr darüber. Und jetzt gerade habe ich Don't Kiss Me gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte zur Don't-Reihe von Lena Kiefer. Und dort geht es um zwei Charaktere, die man in Don't Love Me kennenlernt. Und oh mein Gott, ich shipp die zwei so sehr. Ich weiß, dass es da einen Punkt gibt, der gegen ihre Beziehung spricht. Aber ich shipp die zwei trotzdem. Und ich liebe die zwei. Und Lena Kiefer hat mir auf diesen 42 Seiten wieder wehgetan. Und ich liebe es einfach. Und oh, brauche Don't Hate Me. Wie lange geht's noch? Heute ist der 13. Noch 8 Tage? Noch 8 Tage, dann kommt Don't Hate Me. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich habe gedacht, es geht noch länger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und nachher werde ich dann mit diesem Buch anfangen. Und so das Ziel ist, dass ich dieses Buch heute auch beende. Es hat nicht viele Seiten. Ich glaube 280, oder? Aber zuerst werde ich jetzt eine Folge Vampire Diaries gucken. Eine Folge, okay? Ich möchte den Spread zu Don't Kiss Me fertig machen. Eine Folge, okay? Eine. Ich schaff das, okay? Ich schaff das, ja? Eine Folge.
Das war nicht geplant. Ich habe jetzt gerade die vierte Folge angefangen. Also die vierte Folge von heute. Ich wollte eine gucken und habe jetzt gerade die vierte angefangen. Irgendwas läuft hier falsch. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, dass ich heute sehr wahrscheinlich die zweite Staffel beenden werde, weil es sind noch 5 Folgen. Ja, passiert, ne? Passiert. Und die 17. Folge hat jetzt gerade mit einem Ende aufgehört. Oh mein Gott, nein. Ja, ich gucke jetzt mal weiter. Und ich habe den Livestream mit Julia Dippe geguckt und es war einfach wieder toll. Ich liebe es einfach, ihr zuzuhören. Sie hat vorgelesen, sie hat Fragen beantwortet. Ich liebe es einfach, ihr zuzuhören. Und ja, ich gucke jetzt mal weiter. Das war nicht geplant, okay? Was es nur noch schlimmer macht, dass es passiert ist. Aber es war nicht geplant. Hallo? Ich melde mich auch mal wieder. Es ist mittlerweile der 15. Dezember und gestern habe ich mich, glaube ich, nicht gemeldet. Ich habe dieses Buch hier angefangen. Ich bin auf Seite 75. Und dieses Buch hat Triggerwarnungen und zwar gleich am Anfang, wenn man das Buch aufschlägt. Und zwar hier. Also falls ihr euch die Triggerwarnungen durchlesen wollt, lest ihr euch unbedingt durch, weil die Themen, die hier drin behandelt werden, die werden sehr intensiv behandelt und auch sehr intensiv beschrieben. Also dieses Buch ist irgendwie sehr bedrückend und traurig, weil es geht um 2 Personen, die machen bei einer Challenge mit. Und das Ziel von dieser Challenge ist, dass sie am Ende sterben. Das heißt, es sind 2 Personen, die Selbstmord begehen wollen. Und Caroline Wahl beschreibt es einfach so dermaßen gut, dass es einfach so bedrückend ist, wenn man diese Szenen liest. Und es gibt hier drin auch so einen Chat, und zwar Deathwish. Dort sind verschiedene Leute, die halt Selbstmord begehen wollen und die nicht mehr leben wollen. Und diese Chats sind recht schwierig zu lesen, weil man die Verzweiflung halt förmlich spürt, die da drin ist. Und eben, es wird sehr, sehr, sehr gut beschrieben, auch wie die Charaktere sich fühlen und so. Und es ist echt, oh Gott, es ist echt so dermaßen gut geschrieben. Und ich bin erst auf Seite 75. Ich habe so ein bisschen Angst, wie dieses Buch enden wird. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, was noch alles passiert, wie die Entwicklung von den Charakteren sein wird und so. Und heute ist ein Brief angekommen. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass ich alles abdecke, dieser Brief. Und seht ihr, was hier drauf steht? Und zwar hat Lena Kiefer wieder eine Zitataktion zu Don't Hate Me gemacht. Und ich war einer der 50, ich glaube, es waren 50. Ich glaube, es waren 50 Personen, die einen Teaser gekriegt haben. Und ich packe den jetzt mal aus. Und ich werde ihn euch vorlesen, wenn er nichts zu Band 1 spoilert. Das Zitat ist nicht ganz so gut wie der Kilt, aber es kommt nah dran. Ich glaube, das ist eine schöne Szene, die hier gerade ist, weil in Band 1 gibt es auch schon eine Szene mit dem Kilt. Okay. Und dann ist hier noch eine signierte Illustration und oh mein Gott, ich habe so das Gefühl, zwischen Lang und Kenzie ist soweit alles in Ordnung, wenn Kenzie das sagt. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und dann irgendwie die letzten 3 Tage habe ich nie den Adventskalender aufgemacht. Das heißt, ich habe jetzt noch Türchen 13, 14 und 15. Das ist, glaube ich, so eine Backmischung für einen Kuchen. Haha. Dann Nummer 14 ist hier. Es ist eine Book Boyfriend Kerze. Die riecht süß. Creme Karamell, ja. Ja, ich würde diese Kerze am liebsten essen. Und jetzt noch Nummer 15. Das ist, glaube ich, eine Badebombe. If we burn, you burn with us. Das ist aus Tribute von Panem. So, heute ist eigentlich wieder so ein Schneidetag. Ich möchte gerne 2 Videos schneiden. Und zwischen dem Schneiden würde ich gerne die 2 Dinger hier aufhängen. Und zwar hier hinten an der Wand. Ich zeige euch jetzt keine Beispiele dafür, wie unfähig dass ich bin, etwas gerade aufzuhängen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Das wäre es, glaube ich. Und ich werde heute, glaube ich, diesen Vlog auch beenden und morgen den letzten anfangen. Genau das meine ich, wenn ich sage, dass ich das Zeugs nie gerade hinkriege. Hier sieht man es, glaube ich, recht gut, wie schief das ist. Oh Mann! Es ist so gerade, wie es Sarah nur hinkriegen kann, okay? Ja, ja, ich lasse das jetzt. Ich habe das Gefühl, das Gitter ist schief. Schieben wir es aufs Gitter, okay? Wir schieben es aufs Gitter.